So viele Pokale haben wir ja nicht geholt als Union. Und dass es jetzt gewürdigt wird, finde ich eigentlich in Ordnung. Jürgen Schlupok, linksaußen beim Pokalendspiel 1968. Hartmut Felsch, linker Verteidiger beim Endspiel. Rainer Ignatczak, Torsteher der 68er Mannschaft. Es ist bisher einmalig, dass wir einen Titel über Bezirksebene geholt haben. Also in dem Moment damals in der DDR, das Endspiel, was wir dann 2-1 gewonnen haben gegen Jena. Ja, also an fing es, dass wir vormittags arbeiten gegangen sind und dann nachmittags trainiert haben. Das hat sich dann im Laufe der Zeit so ergeben, dass auch vormittags eine Trainingseinheit war. So viel wie heutzutage mit 3 Trainingseinheiten hatten wir nicht. Doch in der Vorbereitung. Ja, gut. Es ist ja in mehreren Schritten hier so aufgebaut worden, wie es jetzt ist. Und das haben wir alle miterlebt, also peu à peu. Angefangen von den ersten Spatenstichen, die dort hinten in der Ecke gemacht wurden. Früher, wo jetzt der Parkplatz ist, da war unser Trainingsplatz da hinten. Da hatten wir einen Schlacke-Trainingsplatz. Also die Verhältnisse und die Umstände ist mit dem heutigen überhaupt nicht zu vergleichen. Wir sitzen auch meistens alle dort, haben ganz bestimmte Sitzplätze oben. Wenn ich meine Karte bei habe, ja. Dann wird ein bisschen geflaxt und man lässt Erinnerungen wieder wach werden. Und das lasse ich mir hier nicht entgehen, weil die Atmosphäre hier ist eine sagenhafte Stimmung. Ihr dürft nicht zu uns gucken. Stop, sorry, cut. Also der Aufwand ist immens für ein paar Sekunden, die man dann irgendwann mal wo sieht. Nee, stopp, bitte auf bitte reagieren, nicht auf Set reagieren. Machen wir trotzdem noch einen, aber der war schon safe, sind wir schon. Und ab und zu mal schön zu mir auch mal leuchten, ohne mich anzugucken. Gut, wir sind ja keine Schauspieler, die freuen sich natürlich, die kriegen ja die Wartezeit bezahlt, nicht?